Ganz ehrlich, der Bogen kann auch mal weg. Wir benutzen ja Armbrüste. Dein Okay. Befehl. Das heißt, es ist identifiziert. Wir können sicherheitshalber einen Quicksave machen. Es soll geschehen. Und können mal weitergehen. Sofort. Okay, Lesser. Wo sind wir hier gelandet? Sieht fast wie ein Dungeon aus. Woran hast du gedacht? So soll es geschehen. Kannst du die Dinger öffnen? Ja, kannst du. Und da sind Ja. Orks drin. Eine Spür Schande, dass wir gewalttätig Klinge. werden müssen. Einverstanden. Ich höre. Okay. Mit Vergnügen. Nett. Sag, was du von mir willst. Kommt her, wenn ihr euch traut. Schattenogre ist auch nett. In Ordnung. Wie kann ich in Ordnung? Er gibt wenigstens Erfahrungspunkte. Wenn auch nicht viele. Und was haben wir hier? Etwas Gold. So, Kelessa. Abenteurer, hier in der Hand der Seldarin, ihr müsst euch durch die Horde unten durchgekämpft haben. Wohl ein ziemlicher Draufgänger, was? Sagt mir, warum seid ihr hier? Wir versuchen, Larel zu finden. Es macht sich Böses im Land breit und wir brauchen seine Fähigkeiten, um die Ursache zu finden. Du bist äußerst kampfbereit, wenn ich hinzufügen darf. Mehr als ausreichend, um mit noch einem Geist fertig zu werden, wenn sie uns angreifen will. Wir suchen Larel, den einzigen, der die weissagenden Kräfte des Herzsteinjuwels beschwören kann. Nehmen wir das erste. Ein edler Grund. Nach so etwas hat mein Herz sich gesehnt. Es geht mich darum, wieder einmal eine solche Sache in die Schlacht reiten zu können. Für so eine Sache. Sei willkommen, Abenteuer. Mein Name ist Kelessa. War die Waffenmeisterin der Hand. Und nachdem all dies gesagt wurde, habt ihr bestimmt Fragen, die ihr beantwortet haben wollt. Ja, so ist es, Kelessa. Wir würden gerne mehr über euch erfahren. Ihr seid anders als die Geister, die wir hier getroffen haben. Als die Hand auf dem Höhepunkt ihres Ruhms war, bildete ich meine Leute im Kampf aus. Niemand konnte besser mit Schwert und Bogen umgehen als ich. All meine Soldaten waren bis zur Perfektion gedrillt. Wenn wir in der Schlacht gerufen wurden, dann dauerte es nicht lange und die generischen Truppen traten zersprengt den Rückzug an. Diese Tage sind längst vorbei. Bei all meinen Soldaten, die noch übrig sind, sind nur bloße Schatten ihres früheren Selbst. Ich unterscheide mich nur dadurch von ihnen, dass ich meinen Verstand behalten habe. Es ist ein Fluch zu wissen, was aus uns geworden ist und nichts dagegen tun zu können. Kelessa, ich würde gerne wissen, wo man Larel finden kann. Vielleicht können wir euch irgendwie helfen, wenn wir ihn finden. Es wird nicht leicht sein, Larel zu finden. Als die Hand fiel, wurde er verflucht. Er ist jetzt ein Balnorn, ein elfisches leichnamgleiches Wesen, das zu ewigem Leben verdammt ist. Wie das passiert ist, das weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr Larel gesehen, als ihr die Hand erforscht habt, aber was ihr gesehen habt, war nicht sein wahres Selbst. Es war vielmehr ein gesandtes Ich, ein Abbild von ihm, das in der Hand umherwandelt. Larel, der wahre Larel, befindet sich oben auf dem Labelas-Turm. Jedes Mal, wenn ich Larels gesandtes Ich gesehen habe, hat es unzusammenhangendes Zeug geschwafelt, wie ein Dorftrottel, nur einmal nicht. Einmal erwähnte er etwas von Larels großartigen Astrolabium. Und dass es sich nicht mehr drehen würde. Könnt ihr mir etwas über Larels Astrolabium sagen? Larels Astrolabium ist ein seltsames Ding, mit dem er und sein Zauberer Raum und Zeit erforscht haben. Wenn ich mich recht erinnere, haben Larel und sein Zauberer es in den letzten Tagen der Hand verwendet. Nachdem er die Hand besiegt und zerstört war, fand ich dieses Maschinenteil. Ich glaube, es gehört zu Larels Astrolabium. Als ich gesehen habe, in welchem geistigen Zustand sich fast alle Bewohner der Hand befanden, habe ich es behalten und behütet. Ich wollte auf jeden Fall verhindern, dass jemand die Kräfte, die in diesem Teil stecken, benutzen würde, um der Hand noch mehr Schaden zuzufügen. Kalesa, wir brauchen diesen Gegenstand. Vielleicht kann Larel uns so. Wenn Larel uns helfen soll. Eure Absichten sind zwar edel, aber ich fürchte, ich kann diesem Gegenstand noch nicht anvertrauen. Erst müsst ihr euch bewähren. Hier.
Die Elfen aus diesem Turm gehören zu meinen treuesten Soldaten. Alles, was der Hand zugestoßen ist, hat nicht nur ihren Körper, sondern auch ihren Geist entstellt. Sie leben und handeln, als befinden sie sich in den letzten Augenblicken der Hand. Auf ewig bereit, diesen Turm gegen jeden Eindringling zu verteidigen. Was soll mit ihnen geschehen? Meine Soldaten haben dieses Schicksal nicht verdient. Sie verdienen es, im Kampf zu sterben. Sie würden mit dem Schwert in der Hand auf dem Schlachtfeld sterben wollen. Ich möchte euch bitten, den Turm zu besteigen und sie zur ewigen Ruhe zu schicken. Ich werde dafür sorgen, dass sie ihren Frieden finden, wie ihr es wünscht. Mein tiefer Dank ist euch gewiss. Kommt zurück, wenn meine Soldaten Frieden gefunden haben. Wir haben Kelessa in Shevaras Turm in der abgetrennten Hand getroffen. Sie bat uns, gegen ihre Soldaten zu kämpfen, damit sie ihren Frieden finden. Als Gegenleistung würde sie uns irgendein Maschinenteil für ein Astrolabium geben. Ja. Ja, das kennen wir bereits. Ja, das kennen wir auch. Ich habe noch einige Fragen. Ja, wir können sie nur über Larel und sich selber befragen, dann lebt wohl. Das heißt, hier geht es dann gegen Krieger, nicht gegen Magier. Was aber auch Bogenschützen beinhaltet. Okay, hi. Kein Grund, sich darüber aufzuregen. Du Steinhaut. Wie lautet deine Aufgabe? Du... defensiv. Ja. Du mach mal dein Schild an. Alle anderen draufhauen. Sag, was du von mir willst. Fühl dich bitte nicht angegriffen. Aber du gehst mir langsam auf die Nerven. Stirb now. Ist etwas nicht in Ordnung? Und ich frage mich, ob Tarion gerade mich meinte. Wie kann ich helfen? Kommt her, wenn ihr euch traut. Keine Gefangenen! Es soll geschehen. Was ist das alles? Ja, da sieht man, was eine gute Verteidigungskoordination anrichten kann. Der Eingang oben in diese Treppe wurde verbarrikadiert, sodass wir von hier kein Zugang möglich ist. Okay, das heißt, wir können eigentlich dann nur hier den Ausgang nehmen, nach draußen. Dein Befehl, sofort! Oh, oder das ist der richtige Weg nach oben. Einverstanden! Hat das einen tieferen Sinn? Gut, dann gleich nochmal ein Feuerball. Ja, in Ordnung. Mögen die Götter mich schützen! Mögen die Götter euch gnädig sein! Woran hast du gedacht? Ich bin den Launen eines Wahnsinnigen ausgeliefert. Werde Zeugen. Na komm, so schlimm bin ich ja auch wieder nicht. Ich werde dich töten. Okay. Sag sofort. Hier sind Tische. Geld und Tant. Oh, Pfeile. Also ja. Toll, Pfeile, die wir gerade nicht identifizieren können. Ah, du solltest aber jetzt langsam mal wieder bolzen. Am besten alle, die du noch hast. So. Naja, Kugeln brauchen wir jetzt noch keine neuen. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Also wir können jetzt weiter nach oben. Es soll geschehen. Oh, Spinnen. Also erstmal interessant, dass wir... Ja,
interessant, dass wir auf dem Dach sind. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Werde Zeugen wahrer Macht. Zweitens interessant, dass hier überall Spinnies sind. Hypogriffreiter der Hand. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ach, okay. Das erklärt's. Das hier ist ein Teleportationsfeld. Ach ja, Leute, warum sie dagegen teleportieren und das hier. Hypogriffreiter der Hand. Oben auf dem Cheveras-Turm werden die stolzen Hypogriffe der Hand der Seldarin oder Hypogriffens, wie auch immer. Der Hand der Seldarin gehalten. Zusammen mit ihren Reitern dienen diese Tiere in erster Linie als Speer, werden aber auch für Aufgaben eingesetzt, die höchste Schnelligkeit erfordern. Sowohl die Reiter als auch die Tiere werden darauf getrimmt, zusammenzuarbeiten. Nach ihrer Geburt werden die Hypogriffe gezähmt und zu Reittieren ausgebildet. Ihnen wird beigebracht, was sie fressen müssen, wie verschiedene Kampfroutinen, darunter Luft- und Bodenangriffe, ausgeführt werden, dass sie die Befehle ihrer Reiter befolgen müssen. Die Reiter lernen, wie sie die Tiere pflegen müssen, wie sie am effektivsten mit ihrem Hypogriff arbeiten und was sie bei Luft- und Bodenangriffen beachten müssen. Als Einheit haben sie ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, unsere Kämpfer am Boden aus der Luft zu unterstützen und sind ein stolzes Symbol der Seldarin. Mhm. Gut, okay, dann gucken wir mal, wo wir da noch langkommen. Es soll geschehen. Oh, hier. Hier ist sehr viel unterwegs. Stimmt, an die Brücke erinnere ich mich sogar noch. Verstanden. Oh, du bist verwirrt, das ist nicht so gut. Okay. Wie sagt mir, da war ein Autosave. Ja, da war ein Autosave. Gut. Vorwärts! Kann ich helfen? Das heißt, du machst mal gleich Hast. Was hat auf den Kopf sie am besten? Sofort! Euer Leben ist mein potentes Du, indem du das machst, du, indem du das machst. Ja? So, dann feuer da noch ein Feuerball hinten dran. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten sie eine Rast einlegen. Die sind jetzt alle verwirrt und hauen sich gegenseitig. Das ist okay. Ich fürchte, ich hatte es erwischt. Ich muss mich bald ausruhen. Vita, Mortis, ich werde mich darum kümmern. Das ist nicht so toll. Wer bringt euch jetzt gegenseitig? Wie kann ich gewiss? Das ist nicht so schön. Ist etwas nicht in Ordnung? Okay, du benutzt erstmal Heilung. Vita Mortis.
des Schlachtes, ja. Nur meine Pause. Kann ich helfen? So. Wie kann... Wird erledigt. Dein Befehl? Gewiss. Okay. Wir haben sie angepisst und halb gemacht. Ja. Was? Was ist los? Ja? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ich möchte mich jetzt so. Mögen die Götter Leben nicht noch ist einen verwehrt. Schritt machen, muss fallen mir die Füße. Es soll geschehen. Sag, was du von mir willst. Gut. Ich muss mich bald ausruhen.